hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play hier auf dem Jägerhof. Ja, wir haben uns mal gedacht, wir spielen eine Runde Altes Live. Ja, bei mir ist der Rachani. Guten Abend. Der wird mit mir, na, leuchte mich hier nicht so an. Ich habe immer Angst. Irgendwie ist das hier gerade schon Explosionen und irgendwie ist hier gefährlich. Ja, wir wollten mal so ein bisschen gucken in die Welt der Unterwelt. In die Welt der Unterwelt ist auch schön. Ja, also irgendwas stimmt hier nicht. Hast du das auch, dass das da hinten immer alles rumzuckelt? Von den Geräuschen habe ich ein paar Probleme, aber ja. Das kann auch mal an meinem Rechner liegen. Nee, ich habe das auch. Das liegt nicht an dir. Oh, okay. Ja, wir haben schon mal so ein kleines bisschen vorgespielt, dass wir uns jetzt hier mal so ein Auto besorgen können und so ein Kram. Und ja, wir hoffen, dass wir hier nicht mal wieder tausendmal überfahren werden, denn die ersten Stunden hier im Spiel waren sehr lustig. Da hinten qualmt es schon wieder. Wie ist hier heute gefährlich? Ja, angedacht ist das Ganze jetzt nicht als tägliches Let's Play oder als Rachani. Ja. Da hinten ist gerade irgendwie wir müssen hier gleich mal weg. Irgendwie ist es da hinten echt komisch. Das ist kein Problem, wir gehen gleich. Ja, ich habe hier Angst. Von rechts raucht. Ja, rechts, links, da hinten raucht, also da geradeaus rüber und da ist gerade irgendwie noch was hochgeflogen oder so, ich weiß nicht, sah irgendwie. Ja, um auf nochmal auf das Thema zurückzukommen, wo ich gerade stehen geblieben bin. Ja, das Ganze wird jetzt nicht als 1:1 Let's Play laufen, das heißt, wir werden auch während der Aufnahmen nebenbei weiterspielen. Wir werden euch aber auf dem Laufenden halten, was wir so alles veranstaltet haben und was nicht und was wir gemacht haben und so. Und ja. Hier ist was los. Ja, lass uns mal zum Marktplatz. Ich hab Angst hier. Ich will zum Marktplatz. Ja. Lass mal gucken. Hoffentlich ist der jetzt frei, dass wir ein Auto kaufen könnten. Genau, ja. Oh, Alter, hier ist alles am Blitzen bei mir. Wo ist denn der Wagen? Alter Schwede. Also schön ist was anderes. Ja, auf jeden Fall wollten wir vorhin dann schon mal so Richtung Autokauf gehen, aber da leider was im Weg stand, konnten wir uns da noch nicht drum kümmern. Das heißt, das werden wir jetzt machen. Wenn der gute Mann hinterherkommt, er ist nicht der Schnellste. Ah. Ja, ich bin auf dem Weg. Alter, da ist so ein Auto durch mich durch. Also irgendwie ist hier echt grausam. Irgendeiner hat hier einen extrem hohen Ping. So, ich guck jetzt mal, ob das Quad weg ist. Ja! Oh, Geld holen. So. Also, wir brauchen 20.000, ne? Richtig. Ich habe jetzt 5.800. Mir fehlt noch ein bisschen Geld für den Rucksack. Ja, den muss ich mir auch noch irgendwann holen. Aber wie gesagt, ich flitze jetzt mal eben dahin und hole ein Auto. Ich warte hier schon. Die Limousine. Was sind wir denn für eine Farbe hier? Ach du Scheiße. So, einmal bitte pushen wir die Stoppsache. Schwarz-grün, schwarz-grau, weiß-grau, schwarz-orange, schwarz-blau, rot-schwarz, dunkelgrau, hellgrau, gelb. Sollen wir. Nehmen wir denn hier? Schwarz-orange? Ja. Alles klar. Kaufen. Da ist er! Da ist er! Unser Auto? Sehr schön. Alter, da hat mich einer mit dem Schild gerade weggenagelt. Oh, Junge, echt. Ja, steig mal ein. Bin drin. Mike Wes. Ja, woanders nennt man das unsere erste gemeinsame Wohnung. Wir nennen das hier unser erstes gemeinsames Auto. Ja, da uns jetzt ein bisschen so die Knete fehlt. Warte mal, ich muss hier nochmal Licht anmachen. Jetzt kriege ich hier gleich wieder Ärger. Ah, so. Ja, würde ich das sagen, war gehen auch wir. Mit dem Mauswerk, ne? Ja. Gehen wir noch ein paar Äpfel pflücken. Ja, es ist jetzt leider schade, dass die Aufnahme mitten in der Nacht startet. Ich wäre mir auch lieber. Nein! Du bist jetzt nicht voll gegengefahren, oder? Wir haben da kein Licht mehr. Scheiße. Nein. Und du driftest nach links ab. Ja.
Also können wir gleich wieder Geld ausgeben für ein Reparaturkit. Ja, und da ist auch das Problem, da müssen wir noch Tasten für einstellen. Oder hast du das schon gemacht? Was? Nochmal? Ja, du musst da Tasten für einstellen. Nee, habe ich natürlich nicht. Oh, das darf nicht wahr sein, ey. Hätte ich doch lieber einen Quad genommen. Außerdem, was hat der hier für eine scheiß Innenperspektive? Mal gucken. Oh, das ist doch jetzt. Pisse ist das doch. Bleib mal stehen. Ich Ich stehe. spring mal ab. So macht's keinen Sinn. Du machst bloß doch das Auto mehr kaputt. Ja, was soll ich machen? Ich habe das Auto jetzt nicht stehen lassen. Ja, bleib drinne. Ich hole schnell ein Ja, Reparaturkit. aber du musst da noch Einstellungen machen. Das, oh, das Reparaturkit bringt uns leider nichts. Das kriegen wir schon hin. Ich muss erstmal hier wieder rauskommen. Wie bin Ja, ich denn hier deswegen. reingefahren, ey? Oh, was eine Scheiße. Ey, das ist doch, das ist doch jetzt überkacke, Alter. Ja, das ist gerade so ein bisschen typisch. Ja, typischer Vorführeffekt. Ja. Ich komme mal wieder in die Stadt, ich kann eh nicht schnell fahren. Aber ich bin halt komplett dunkel. Oh, hier gibt's Strafe 10.000. Nett. Ja, ich hoffe, dass die mich jetzt da gleich nicht anhalten wollen. Vorsichtig fahren die vorbei. Also nicht über die Straße Aha. laufen. Ich hoffe jetzt, dass hier keine Polizisten sind. Wer erstmal einparken. Okay. Oh, da laufen sie schon rum. Lässt denn der mich nicht aussteigen? Ach so. Schön. So, das Auto ist abgeschlossen. Ja, das war natürlich jetzt der völlige Vollmüll. Siehst du, da sind wir stundenlang mit dem Quad durch die Gegend geheizt, da ist nichts passiert. Ja, schönen guten Tag, Herr Officer. Herr Officer. Und ja, ich verkack dann direkt das Auto. Oh Gott. Ja, war ja klar. Haben wir auch nur gekauft. Ja, ich weiß es, danke. Bitte. Hallo, was ist hier los? Oh, Alter. Geh mal bitte mit deinem Schild weg. Danke. Entschuldigung. Ja, bitte. Nicht wundern. Hättest du vielleicht 1000 Dollar für mich? Ich habe gerade mein ganzes Geld in die Karre gesteckt. Tut mir leid. Ach so, okay, kein Problem, mach ich schon trotzdem. In das Auto, was ich schon zu Schrott gefahren habe. Oh Gott. Nein! Ja, top erste Folge, hör mal. Völlig verkackt, Alter. So, warte mal, wie war das denn? Ich guck mal, ob ich das konfigurieren kann. Das ist irgendwie Steuerung und dann unter individuelle Steuerung, Aktion 10 ist das, Hilfe, glaube ich. Polizei, Hilfe! Boah, wie ko Was kostet das Reparaturkit? Wieso haben Ich die guck Hand gerade, Hallo? Bin schon bei da. Markt Boah, oder wo Leute, war das? hallo, der Ja, hat ich bin hier schon da. Alter, 60.000. Danke, Mann, du bist der Beste. Da ist auf jeden Fall zurück. Hier, du hast doch Werkzeugkasten 1000er, ich hole ihm das Geld. Ja, gerne, den kannst du behalten. Ich hätte den auch übrig. Passt schon. Was ist das für ein Idiot? Sehr schön, vielen Dank. Hier läuft hier schon ein Schnorrer rum, Alter. Ja, schon den ganzen Tag. Werkzeugkasten kaufen. Jetzt, ich weiß nur nicht genau, wie man den benutzt. Dr. Sommer. Ich bin der Meinung, mit Z öffnest du erst Menü und dann Ja, mit Gegenstände ich benutzen. schaue später rein.
Führerschein, Rumlizenz, Holzlizenz, wie Cola. Ne, ne, hier ist das nicht. Das ist in unserem Inventar. Ja. Hey Mike, Teddy, wie ist der? Aber ich sehe es nicht. Wo ist die Scheiße denn? Tja. Ich habe das Teil gekauft, ich sehe es aber nirgendwo. Du hast deinen Werkzeugkasten für 1000 gekauft. Ja, alter Mann, muss ich das machen? Typ mit dem Hammer. Gegenstände geben, benutzen, wegwerfen. Verleiten der Notarzt zu schützen, damit bitte von der verrückten Rettung mit dem Hammer. Bist du das hier neben mir? Ja. Okay. Hallo, Kollege, Hammer, Schildbrecher. Hey, Hilfe, der Notarzt. Da ist der Werkzeugkasten. Der Notarzt, Hilfe. Danke. Komm an. Ermöglicht Reparatur von Fahrzeugen, Ingenieur. Ermöglicht Entschärfung von Sprengmalern und Sprengstoffexperte. Ja, muss Ingenieur für sein. Irgendwie. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Mann, ey, so eine Kacke. Gehen Sie bitte einen Schritt zur Seite, Ihr Freund will da wegfahren. Meine Güte, keine Disziplin. Oh nein! Tja, ich hab keine Ahnung. Ja, das sind so die kleinen Probleme, ja, die wir jetzt noch haben. Oh, wie schön. Oh Mann, Alter, das ist doch Kacke, Alter. Tja. Boah, Alter, schon wieder einer mit dem Schild. Mann. Da musst du aufpassen, Alter. Wenn ich umrenne, bist du tot, ey. Lass uns mal zur Tanke fahren. Vielleicht können wir da auch irgendwas machen. Ich hab, wie gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Wenn du, ja. Garage. Oh, hier liegen wieder überall Knicklichter rum, Alter. Hä? Ich überlege gerade, ob es hier eine Werkstatt gibt. Keine Ahnung, aber wir werden hier, wenn wir Pech haben, gleich angehalten. Apropos, du hast auch noch Verkehrsschilder gefragt. Da ist zum Beispiel ein 30er-Schild. Okay. Kleidungsgeschäft, Gemischtwaren, Garage, Arbeitsamt. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir hätten uns mehr belesen sollen. Hey, dann machst du nur halb so viel Spaß. Ja, das stimmt eigentlich. Hier war irgendwo, war doch hier die Tanke. Da ist sie. Kommt da ein Auto? Ja, hinter uns. Ach ne, vor uns. Tja. Ja, somit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge. Ja, trotz der ganz lustigen Schwierigkeiten hier, ich hoffe, es hat trotzdem etwas Spaß gemacht und ihr werdet bei der nächsten Folge auch wieder einschalten. Mit mir, dem Sir Killer und dem Rachani. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Rachani, du darfst auch Tschüss sagen. Tschüss, auf Wiedersehen.